liebe Filmfreunde, hier ist euer Forhees macht sich mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Und ich habe euch ja gerade eben vielleicht das Screen Steelbook vorgestellt, was ich gerade von Medidil bekommen habe. Und ich war heute recht lange wandern. Meine Maiwanderung habe ich heute schon gemacht, am 30. April, einfach aus dem Grund. Morgen habe ich keine Zeit, weil morgen muss meine liebe Frau arbeiten. Und dachte, okay, komm, heute laufe ich mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, geschafft habe ich 20 Kilometer einmal in die Bayern rein und wieder raus. Und habe da verschiedene, Dinge abgeklärt, natürlich kein Bier dabei gehabt, sondern nur Wasser dabei gehabt. Einmal war ich bei mir auf der Arbeit, habe einen Patienten besucht und dann bin ich zum Mediamarkt gelaufen und dann war ich noch beim lieben Joshu im Müller auf dem Markt und da hat mir der liebe Joshu einen Film gezeigt und zwar wieder ein neuer südkoreanischer Film. Ja, ich glaube, den nehme ich heute mal mit und sage, oh, von den Produzenten von I Saw the Devil, Midnight, klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ein elektrisierendes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem einem das Herz im Halse stecken bleibt. Oder auch Regisseur Kwon Oh-Soin legt ein handwerklich beachtliches Debüt vor. Verdient einen Platz in der Ruhmeshalle atemloser Thriller, so energisch wie ein Thriller überhaupt nur sein kann. Und dann sage ich, lieber Joachim, kannst du mir so mal mit bestellen, vielleicht nochmal das Mediabook? Ja, so verfügbar, was auf, nimm meins gleich mit. Und dann bestelle ich mir einfach morgen mein neues nochmal. Also mal hier, lieber Joshu, vielen Dank für dein Exemplar. Und hier ist es auch. Und zwar, das Mediabook ist von Bush Media veröffentlicht worden. Hat, glaube ich, auch Memories of a Murder veröffentlicht. Was auch wirklich ein sehr schöner, auch ein extrem guter koreanischer Film auch ist. Und ihr wisst, zurzeit habe ich echt extrem riesengroße Lust auf diese ganzen japanischen Filme oder koreanischen Filme. Und sage mir, okay, den muss ich mir jetzt auch mal mitnehmen. Und der Preis hat auch extrem gestimmt für Mediabook. Und dann, den gibt es auch erst seit kurzem. Erst am 29.04. ist dieses Filmchen erstmal erschienen worden. Und es gibt noch eine Amaray, die auch gerade mal 16 Euro kostet. Also wenn ihr jetzt hier das Mediabook nicht haben wollt, einfach dafür dann das Amaray zugreifen. Auch zu einem guten Preis auf jeden Fall. So, das Mediabook ist auf 2000 Stück limitiert und auch nummeriert. Und würde mal sagen, wir gehen vielleicht mal in die Ego-Perspektive über. Und dann gucken wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das ist nun das Mediabook zu Midnight vom Produzenten von I Saw the Devil und das hat mich schon mal hier komplett überzeugt. Mit dem Star von Squid Game, muss ich gestehen, die Serie habe ich nie gesehen, interessiert mich auch wirklich nicht. Ich bin kein Seriengucker, gebe ich zu, aber eventuell irgendwann mal in der Zukunft, wenn wir mal reingucken müssen. So, ihr seht, bei Müller kostet das ganze Mediabook hier 21,99 Euro, bei Amazon kostet es 22,99 Euro, also hier ein bisschen teurer. Und wir machen jetzt mal die Folie hier runter. Ich habe jetzt hier keine Fingernägel mehr. Und jetzt aber. Dann denken wir jetzt am besten, wo geht es mal mit dem Messerchen? Ja, ich würde am liebsten immer nicht vor der Kamera das machen. Weil da habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Und ihr müsst ewig warten, bis ich es auch. Oh, Alter, ich bin durch. So, und da kommt jetzt. Nein! Alter. Ich mache mal kurz Pause. So, die Folie ist unten. Mein Gott, ein Kacke war das jetzt hier. Und ja, hier schon mal eben dann das Mediabook. Und ihr seht schon, Mediabook-Cover ohne FSK-Logo und Werbung. Also ich bin gespannt, was da jetzt Schönes dabei ist. Und oh, warum? Es ist hier mit Klebepoben verklebt worden. Aber nur mit zwei Stück. Und die haben sie auch jetzt sehr gut ablöst. Also hier seht ihr schon die zwei Punkte hier. Aber sie haben sie sehr gut ablösen. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Hier nochmal auf 16 freigegeben. Hier nochmal die ganzen Werbung hier. Und ich muss sagen, es wird sich hier wirklich ein Blindkauf zu diesem Film, aber ich muss echt sagen, bis jetzt hat mich fast kein koreanischer Film eigentlich enttäuscht. Und ja, jetzt erstmal hier dann das Covermotiv Midnight in einem Hochglanz-Mediabook hier. Ist auch nicht beschädigt, so wie ich es hier sehe. Ja, das Covermotiv ist nicht vielleicht ganz so extrem schön, ist recht dunkel gehalten, hier auch in schwarz-weiß und hier mit diesen roten Strichen über das Mädchen oder diese Frau, die gerade ihren Mund zuhält. Das schaut auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend aus, das Ganze hier. Und
also wie gesagt, das Story war schon mal sehr interessant zu beschrieben. Dann hier den Spine, hier Midnight nochmal, dann hier das Bush Media Logo und nochmal hier und das Media nochmal dann dazu. Und auf der Rückseite eben hier nochmal für euch die Hinweise eben hier mit, die ich euch schon vorgelesen habe, filmrezension.de. Und hier, das müsste glaube ich die Dame sein, die auch bei No Tears for Zed mitgespielt hat. Müsste ich jetzt sogar fast behaupten können. Dann haben wir hier der gewissenlose Serienmörder Dosik macht mit seinem schwarzen Van die Nächte von Seoul unsicher. Die Leichen seiner Opfer landen in dunklen Gassen, während er durch seine verschlagene Art stets dem Zugriff der Polizei entkommt. Eines Abends stolpert die gehörlose Callcenter-Angestellte Kyung Mi auf dem Highway zufällig über Dosiks letztes noch lebendes Opfer. Zur falschen Zeit am falschen Ort gerät die unfreiwillige Augenzeugin nun mitsamt ihrer ebenfalls hörgeschädigten Mutter ins Visier des Killers. In einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel müssen sich Mutter und Tochter gegen den unberechenbaren Psychopathen mit allen Mitteln wehren. Alles also echt extrem spannend hier. Hier schon mal ein paar Szenenfotos aus dem Film. Und natürlich auch wieder nicht sehr viel sagend. Hier noch die paar Credits und hier noch die ganzen technischen Daten. Die Blu-ray geht hier 103 Minuten und die DVD geht 99 Minuten. Und wir haben hier eben dann ein Interview mit Regisseur, Original Kinotrailer und auch ein 16-seitiges Booklet sowie eben auch eine Trailershow. Hier unten nochmal dann für euch den Hinweis: Limit auf 2000 Stück und hier nochmal 773. Und hier nochmal alles andere, die ganzen Aufzeichen, Bush, Ali, Alive, DVD und hier nochmal dann den Barcode. So ist es gebaut worden, ein bisschen wappelig, aber ist auf jeden Fall für diesen Preis vollkommen in Ordnung. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und das geht gar nicht, denn die Disc muss auf jeden Fall wieder liegen. Richtig, richtig rum. Einmal hier dann die Blu-ray-Version. Das Ganze schaut hier so aus. Nehmen wir kurz auf Seite. Und dann haben wir hier schon mal dann das Hintergrundmotiv, auch hier in schwarz-weiß gehalten, hier dieser rote Strich drüber, denke ich mal auch, das geht auf jeden Fall auch hier auf die Rückseite weiter. Und hier eben dann Midnight, dann geht es hier im Regiedebüt, dann haben wir hier die Story und dann haben wir hier eine lange Nacht. Muss geschehen, die Bilder sind recht groß, anstatt wenig Text, also so viel Text ist jetzt hier nicht mehr dabei. Dann die Thematik. Dann der Regisseur und Drehbuchautor. Denke mal, das könnte es auch eine Behind-the-Scenes-Folie sein. Und also ihr seht, es sind sehr, sehr viele Bilder auf jeden Fall dabei. Dann haben wir hier eben die Besetzung. Mal gucken, ob ich hier recht habe. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht, nein. Sind zumindest nicht drin. Und dann haben wir hier die Produktion noch ein bisschen. Auch das natürlich sehr interessant. Die Dreharbeiten waren für alle Beteiligten anstrengend. Und dann haben wir hier noch dann die letzte Seite, eben noch mehr das Deadline Filmmagazin. Und hier haben wir die DVD enthalten. Ist eigentlich dasselbe Motiv wie auch schon die Blu-ray. Also nichts verändert. Aber eben hier nochmal dann der Hintergrundmotiv geht auch über zu der Rückseite. Und das sieht hier so aus. Und auch das Motiv haben wir schon im Buch auch schon mal gesehen. Das ist nämlich das hier, wo er gerade eben mit der Axt. Das ist das hier. Da ist auf jeden Fall das Hintergrundbild, was wir auch im Mediabook auf der Rückseite, zumindest auf den Disc-Seiten auch hier haben. So, und muss gestehen, für 1,92 kann man bei diesem Mediabook eigentlich nicht sehr viel meckern. Und wenn der Film noch gut ist, dann alles richtig gemacht. Na. So muss es sein. Und die Blu-ray auch so rein. Und ja, das war auf jeden Fall dann das Mediabook zu dem Film Midnight. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie mir dieser Film gefallen wird. Aber es klingt schon mal sehr spannend. Und ich muss echt sagen, bis jetzt habe ich noch keinen südkoreanischen Film extrem enttäuscht. Habe eigentlich extrem viel Spaß gemacht. Jetzt geht es mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu dem Film Midnight, ein südkoreanischer Thriller und auf diesen Film bin ich absolut gespannt und vielleicht gibt es auch davon auch ein Vorher-Schon-Anleiter dazu, mal gucken oder ich gucke mir alleine, denn ich möchte einfach gerne auch mal die Filme mal alleine genießen, ohne euch, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, es könnte natürlich trotzdem passieren, dass ich das trotzdem mache, also lasst euch überraschen, seid gespannt und nochmal hier nochmal vielen Dank an lieben Joachim,
vom Müller, dass du mir dein Exemplar gegeben hast und wird auf jeden Fall bald geguckt, interessiert mich sehr. Und auch das Mediabook, muss ich sagen, ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung für einen Preis von 22 Euro. Ich hoffe, einen Kauflink auch unten reinsetzen vom Müller. Ich hoffe, ich bekomme es hin, weil ab und zu ist bei Müller eben nichts mehr vorhanden. Dann kommt es bei Amazon rein, aber wenn es verfügbar ist bei Müller, dann auf jeden Fall das von Müller. Da ist mir 1 Euro günstiger. Ja, das war's von mir. Wie findet ihr denn diesen Film? Habt ihr ihn schon gesehen? Wenn ja, gerne mal Kommentare reinschreiben, aber bitte ohne Spoiler, bitte, ganz wichtig. Oder auch, wie gefällt das Mediabook? Lasst mir Kommentare da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...